Ich bin nicht Rin. Haben wir Leute, die so in den 90ern aufgewachsen sind oder älter sind? Mal per Applaus. Ich hatte das Gefühl, dass meine Leute da sind. Alle, die jünger sind, ihr habt keine Ahnung von Musik. 90er Musik anders. 90er Hip-Hop ist meine Welt, Leute. Wenn ich 90er Musik, 90er Hip-Hop irgendwo höre, ich verliere den Verstand. Irgendwo kann überall sein. Auf einmal kommt Back to Life, ich Back to Reality. Und ich bin so, Es lief keine Musik, ihr habt trotzdem gefühlt. Wisst ihr, das ist 90er. Versteht ihr das? Jüngere Menschen, das ist Musik. Das hast du schon damals gefühlt, Bruder. Ich hab mit 12 Tupac gehört. Picture me rolling in my 500 Bands. Und ich war so, yeah, man. Und man merkt, dass ich 12 bin. Ich hab keine Ahnung vom Autofahren, weil wenn du so fährst, Bruder, du drehst dich im Kreis. Du gehst nirgendwo hin, Bruder. Nirgendwo. Ich sag euch, wir haben 90 Hip-Hop gelebt, alle. Sogar mein Klassenkamerad damals, der deutscheste Junge auf der Schule, Maximilian Bauer, hört die erste Line von Tupac's Hit 'Em Up. First off, fuck you bitch in the click you claim. West side, when we ride, come equipped with game. Und er war so, so läuft das im Ghetto. So läuft nicht im Ghetto. Das ist Quatsch. Und dann schlürft er so in seiner Capri-Sonne. Mama, ich brauch noch Kekse. Ich sag euch ehrlich, ne? Maximilian war auch dieser Typ. Ich glaube, jede Schule, jedes Gymnasium hatte einen Deutschen, der Hip-Hop zu viel gefühlt hat. Ihr wisst, was ich meine. Dieser eine Deutsche, der auf einen Tag auf den anderen, der kam mit Bandana in die Schule. Dieses Kopftuch, ein Bein hochgekrempelt, Baggy Jeans. Auf einmal ist er so komisch gelaufen wie die Leute aus den Hip-Hop-Videos. Bruder, chill doch mal. Und Maximilian wollte so sein, der wollte Hip-Hop-Straße sein. Aber der war nur so lange Hip-Hop-Straße, bis er auf irgendjemand von der Hauptschule getroffen ist. Der ihn dann von der Gegenüber gesehen hat und gesagt hat, was guckst du mich an, Land? Dann hat er sich zurückentwickelt, ist wieder deutsch geworden. Ich möchte nicht so adressiert werden. Ich habe Rechte, also ich kenne mich gut aus. Aber ich fand Maximilian cool. Maximilian war ein cooler Typ. Ich habe es immer respektiert, ne, dass er Hip-Hop gefeiert hat. Wir haben dieselbe Leidenschaft gehabt. Aber irgendwann war ich bei ihm daheim und habe gesehen, der hat ein Ferrari-Bett. Das ist sehr weit weg von Hip-Hop-Straße. Wisst ihr, was ich meine? Das ist sehr weit. Kennt ihr noch diese Betten, die aussahen wie Sportwagen? Nur reiche Deutsche hatten sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin noch nie zu Murat nach Hause. Auf einmal war da so ein 3er BMW tiefer gelegt mit Chromfelgen. Noch nie. Noch nie. Ja. Haben wir Leute, die in die Shisha-Bar gehen, mal per Applaus? Okay. 17 Assis. Okay, sehr gut. Nein, Shisha-Bar ist cool. Jeder geht mittlerweile. Also, man kann jeden in der Shisha-Bar vorfinden. Ne? Deutsche, Migranten, jeder ist da. Aber es ist trotzdem noch seltsam, wenn du eine Gruppe von rein Bio-Deutschen in der Shisha-Bar siehst, oder? Ich sag dir ehrlich, wenn ich in Shisha-Bar gehe und ich sehe eine Gruppe von rein Bio-Deutschen, für mich ist es so, wie kennt ihr das, wenn ihr auf der Landstraße seid und ihr seht so Tiere auf der Landbahn, also so Kühe oder so Ziegen? Es ist schön, dass ihr da seid, aber habt ihr nicht ein anderes Habitat? Ihr sollt woanders. Das ist nicht der Kern eurer Kultur. Letztens laufe ich rein, 5 Deutsche mittleren Alters. Ich war so, nanu, Finanzamt, was geht dir ab, Bruder? Probleme. Was ist los? War aber alles cool. Die waren sehr deutsch. Die waren sehr, sehr deutsch. Wie heißt du, mein Bruder? Wie heißt du?
Jan, genau, Jan, fünfmal kopiert eingefügt, so. Fünfmal kopiert eingefügt, Jan. Gar nicht wertend gemeint, Jan, nur dass du weißt, die waren sehr deutsch, blond, groß, ne, die sahen ordnungsgemäß aus, weißt du, die sehen so aus, als ob die ihre Strafen pünktlich überweisen, so. Die waren sehr deutsch, Jan, Sebastian, Jens, Fridolin, so, diese. Sehr deutsch, okay? Irgendwann stehen die auf, Jan, gehen, liegt da ein Geldbeutel. Ich sehe, dass ich gebe, ich nehme den Geldbeutel, ich gehe denen hinterher, ich sage, hey, sorry, ihr habt euren Geldbeutel liegen lassen. Aber ich hab's nicht so gesagt. Weil es ist so, wenn du als Migrant, ich sehe ja, es sind einige da, weil wir sind überall, aber wenn du als Migrant auf jemanden triffst, den du sehr deutsch einschätzt, Jens, Joachim, Matthias, Fridolin, du redest mehr Deutsch. Du packst dein bestes Deutsch aus, weil du willst ihn überzeugen, dass du ein integriertes Mitglied der Gesellschaft bist. Du willst, dass er nach Hause geht und sagt, das ist ein guter. Das ist ein guter Ausländer. Das ist ein super Ausländer, ey. Das willst du. Also ich sehe die von Weitem und ich bin so, verzeiht, haltet ein, gnädige Herren. Halten Sie ein, warten Sie. Soeben in der Shisha-Bar. Vergessen Sie, gnädige Herren, Ihr Portemonnaie. Ich schwöre bei Gott, er nimmt mir den Geldbeutel aus der Hand und sagt, Walla, du bist ein Ehrenmann. Dankeschön. Was knapp, Leute, wenn euch die Show gefallen hat und ihr andere Künstler noch sehen wollt, klickt hier drauf. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Vielleicht muss ich persönlich vorbeikommen. Vielleicht jemand will zu sehr. Und wenn ihr die ganze Show schauen wollt, bitte schaut auf der ARD-Mediathek.